Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Wir möchten euch ermutigen, an Gottes Zusagen festzuhalten. Lass dich nicht herunterziehen und entmutigen durch all die negativen Situationen um dich herum und auch nicht beeinflussen. Für dich gelten die Zusagen Gottes. Und das möchte ich dir wirklich ganz deutlich sagen. Für dich gelten die Zusagen Gottes. Hoffnung um 12. Wir wollen dich genau damit ermutigen. Für dich gelten die Zusagen Gottes. Wirf deine Last ans Kreuz. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen, wenn du Sorgen oder Nöte hast. Wir beten gerne für dich auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder auch am Telefon bis 13 Uhr. Wirf deine Last ans Kreuz. In Psalm 55, Vers 23 steht: Überlass alle deine Sorgen dem Herrn. Er wird dich wieder aufrichten. Überlass alle deine Sorgen dem Herrn. Alle deine Sorgen. Wirf all deine Sorgen ans Kreuz. Überlass alle deine Sorgen dem Herrn. Er wird dich wieder aufrichten. Wie oft habe ich schon das Gebet gehört: Herr, hilf mir, die Last zu tragen. Wenn wir in der Bibel sehen, heißt es: Wirf alle Last, wirf alle deine Sorgen ans Kreuz zu dem Herrn. Die Last, die du mit dem Herrn teilen möchtest, hat keine zwei Griffe. Es ist entweder du trägst sie oder der Herr trägt sie. Und er sagt: Wirf alles auf mich. Wir dürfen es werfen. Und wichtig ist, dass wir es auch werfen. Das ist ein Moment, wenn du was wegwirfst und möchtest es wieder fangen, dann tut's noch mehr weh. Wirf alles auf den Herrn. Das ist das, was du tun darfst. Du sagst vielleicht auch: Der arme Herr, möchte ich ihm nicht zumuten. Er lädt dich ein. Wirf alle deine Last auf ihn. Er hat am Kreuz für dich das ermöglicht. Und lass nicht zu, dass du noch irgendwas zurückbehältst. Und sag: Herr, das bisschen, ja, ich helfe dir tragen, du Armer, du hast so viel gelitten. Ja, er hat gelitten, aber für dich, dass du jetzt alles los wirst. Und das ist wunderbar. Herr, ich danke dir dafür, dass wir alles auf dich werfen dürfen und los, Herr, die ganze Last, die ganze Krankheiten und alles, was uns drückt und was schwer ist. Herr, danke, dass wir es auf dich werfen dürfen. Herr, auch alle Schuld und Sünde, Herr. Herr, dass wir frei werden und dass wir, Herr, unser Leben aus einer ganz anderen Perspektive sehen und erleben dürfen. Amen. Amen. Eine Frau schreibt uns ihr Gebetsanliegen. Guten Morgen, ihr Lieben. Ich brauche Gebet für mein linkes Knie. Im Inneren sticht es manchmal und um das Knie fühlt es sich an, als ob eine Manschette eng anliegt und ist geschwollen. Kann nur mit Gehhilfe die Treppe gehen. Jesus, und ich danke dir, dass du diese Frau kennst, die so Schmerzen in ihrem Knie hat. Und ich danke dir, dass du dieses linke Knie berührst und dass dein Heilungsstrom da durchfließt. Danke, Jesus, dass du alles wieder in Ordnung bringst, was da nicht in Ordnung ist. Und ich danke dir, dass alles wiederhergestellt wird in deine göttliche Schöpfungsordnung. Danke, Jesus, dass du eingreifst und dass sie keine Gehhilfen mehr braucht und die Treppe wirklich wieder gut bezwingt. Danke, Jesus. Du bist der Herr auch in ihrem Leben und wir danken dir für dein Eingreifen. Amen. Amen. Per WhatsApp schreibt uns jemand: Bitte betet für meine Schwägerin. Darm, Blase, Lunge, Knochenmark ist von Krebs befallen, hat schon 12 Chemo bekommen und es folgen weitere. Sie wird von Chemo zu Chemo schwächer bzw. erholt sich langsamer. Hat künstlichen Darmausgang, der immer wieder Probleme macht, nach den Chemos sehr brennt und schmerzhaft ist. Bitte betet auch für meinen Bruder, der sie pflegt, selber einen Herzinfarkt hatte. Er kommt sehr an seine Grenzen. Und Jesus, ich danke dir, dass du
diese Schwägerin siehst, diese Frau siehst und du siehst auch, dass sie eine Rundum-Erneuerung braucht. Es ist so vieles kaputt in ihrem Körper und dieser Krebs zerstört so viel. Und ich danke dir, Jesus, dass du den Krebs mit ans Kreuz genommen hast, dass du ihn besiegt hast am Kreuz von Golgatha. Und ich danke dir für vollkommene Heilung für diese Frau. Ich danke dir, dass der Krebs kein Anrecht mehr hat und dass er verschwinden muss, dass diese Krebszellen austrocknen und dass alles wieder total gut und normal funktioniert. Danke, Jesus. Wir können es nur dir hinlegen und wir wissen, dass du ein Gott bist, der Wunder tut. Und ich danke dir auch für diesen Mann, für ihren Mann, der einen Herzinfarkt hatte. Danke, dass du ihn stärkst. Danke, dass du mit ihm bist. Danke, dass du ihm Mut und Hoffnung schenkst. Und ich danke dir, dass du dieses Ehepaar mächtig segnest und dass du eingreifst in diese ganze schwierige Situation. Danke, Jesus. Amen. Amen. Schreib uns dein Anliegen, wenn du Hilfe brauchst. Die Infos sind wie immer eingeblendet. Und per E-Mail kam folgendes Gebetsanliegen. Ich würde um ein Gebet bitten für einen lieben Bekannten, der 2 Schlaganfälle hatte und nicht mehr sprechen und gehen kann. Danke vielmals. Ja, Herr, das Unmöglich ist bei dir möglich. Ich danke dir, Herr. Danke, Herr, dass wir all diesen Nerven, all das, was im Gehirn ist, wo das verhindert, Herr. Herr, danke. Ich spreche Heilung hinein. Ich spreche Neues hinein, dass Neues geschieht in deinem Namen, Jesu. Und ich danke dir dafür, Herr. Danke, Herr, dass dieser Mensch wieder sprechen und gehen kann. Ich danke dir dafür, Herr. Danke. Tu das Wunder. Herr, danke. Amen. Amen. Und ein Mann schreibt uns 2 Gebetsanliegen. Er schreibt, in ihrem Magazin Freude am Leben lese ich immer wieder von Heilungswunder, die durch ihren Gebetsdienst geschehen. Ich komme mit 2 Gebetsanliegen zu Ihnen mit der Bitte um Gebet. Meine Frau leidet immer wieder unter starken Migräneanfällen. Ich bitte um Gebet für eine Freisetzung aus dieser Not. Und meine Enkelin leidet unter einer Sprachblockade und tut sich im Sprechen schwer. Sie hat dadurch eine Not in der Schule und musste das erste Schuljahr wiederholen. Bitte um Gebet auch hier um eine Freisetzung. Vielen Dank für Ihr Gebet und Ihren Gebetsdienst. Ja, das tun wir gern und jeder, der möchte, darf uns schreiben, mailen oder im Chat schreiben. Ja, danke Herr, dass du, Herr, diesen Mann, seine Frau, Herr, berührst mit ihrer Migräneanfall. Ich danke dir dafür, Herr, danke Herr, dass all dieses Krampfen und all diese Schmerzen verschwinden in deinem Namen, Jesu. Herr, dein Name ist so wunderbar. Ich danke dir dafür und Herr, auch die Enkelin, Herr, mit der Sprachblockade, danke Herr, lass einen Frieden und eine Ruhe in das ganze Sprachzentrum hineinkommen, Herr, dass sie richtig fließend reden kann. Nimm ihr alle Angst, dass es nicht rauskommt, dass es stecken bleibt, Herr. Nimm ihr die Angst, Herr, irgendwo aufzufallen und irgendwo lächerlich sich zu machen. Herr, ich danke dir dafür. Herr, danke, Herr, dass dieser Normalzustand der Sprache jetzt eintrifft. In deinem Namen, Jesu. Amen. Amen. Wir freuen uns sehr über die vielen Gebetserhörungen, die uns immer wieder erreichen. Und wir sind so begeistert, was Gott tut. Und ein Mann aus den neuen Bundesländern schreibt uns, nachdem ich bei euch vor Pfingsten um Gebetsunterstützung wegen meiner Hautkrankheit bat, ist in den folgenden Wochen ein Heilungsprozess eingetreten. Lob und Dank unserem Vater im Himmel und auch euch für eure Fürbitte. Wie wunderbar. Und aus Österreich schreibt eine Frau. Ich möchte ganz fest Danke sagen für das Gebet. Mein Freund und ich starten einen Neuanfang mit Gott und Jesu Hilfe. Danke auch für die Zeitschrift und die Briefe. Ja, Gott schenkt Erkenntnis und auch einen Neuanfang. Und das ist so wunderbar, wenn man mit Gott weitergehen kann, wenn man mit Gott wirklich einen Neuanfang machen kann. Und das verändert das Leben. Und auch im folgenden Zeugnis gibt es einen Neubeginn.
Zur letzten Gebetsnacht im Mai hatte ich noch einmal um Gebet für meinen Sohn gebeten. Er war schon lange depressiv, hat sich nach dem Abitur zu Hause eingeschlossen, zweimal ein Studium abgebrochen. Inzwischen ist er 24 Jahre alt. Jetzt hat er Kraft und neuen Mut bekommen, Bewerbungsunterlagen für ein Kunststudium zusammengestellt und seine Behördenangst überwunden. Auch sein Praktikum in einem kleinen Filmstudio mitten in Corona-Zeiten haben wir sicher der besonderen Führung unseres himmlischen Vaters zu verdanken. Bei Gott ist jederzeit ein Neubeginn möglich, wenn wir unbeirrt am Glauben festhalten. Danke, Jesus. Ist das nicht wunderbar, wie Gott doch Wege hat? Und Gott hat immer einen Weg. Ja, eine Frau schreibt uns, in einer Rechtssache konnten sich die Anwälte auf einen sehr guten Vergleich einigen. Uns ist kein Schaden geschehen. Wir sind Gott so dankbar und euch für eure Gebete. Ja, und Gott streitet für uns. Das ist immer wunderbar zu erleben, wie Gott für uns eintritt und für uns streitet. Hast auch du eine wunderbare Geschichte, die du erzählen möchtest, wie Gott bei dir eingegriffen hat, wie er deine Gebete oder unsere erhört hat? Lass es uns wissen, die WhatsApp-Nummer ist eingeblendet. Ja, so alle paar Monate sammelt sich irgendwo bei uns so manches an. Mal geht die Geschirrspülmaschine kaputt, mal wechselt man den Herd aus. Oder ein altes Rundfunkgerät, was man nicht mehr braucht, steht auf dem Speicher und man will es loswerden. Da ist bei uns eine gute Möglichkeit. 2 Kilometer von hier gibt es einen Schuttplatz. Da fahre ich das ganze Zeug hin. Du sagst, was soll das Ganze? Ich möchte es ins Geistliche überleiten. Wirf alles wirklich ans Kreuz. Deinen ganzen Schrott, deine Sünden, all deine Lasten. Mach mal so einen richtigen Schutttag und schütte alles aus. Wirf's ans Kreuz und sei frei. Ja, lass uns deine Gebetsanliegen wissen. Wir beten gerne für dich. Und das Telefonteam ist bis 13 Uhr auch erreichbar. Ja, wie wir schon mitgeteilt haben, ab nächsten Freitag machen wir Freitagspause. Das heißt, wir machen über die Ferienzeit nur mittwochs Hoffnung um 12, nicht Freitag. Und wenn du uns vermisst, kannst du gerne die Ermutigung der Woche abonnieren. Du bekommst sie jeden Montag kostenfrei über E-Mail ins Haus oder jeden Sonntag ist Livestream und Gottesdienst. Also, wie gesagt, nächsten Freitag sind wir nicht hier im Studio, sondern wir machen auch Urlaub und wir möchten trotzdem, dass es dir gut geht. Wir haben ein reichhaltiges Angebot. Schau einfach auf die Webseite. Wir freuen uns, dass du dabei warst und wünschen dir Gottes Segen. Bis bald. Alles Gute, der Herr segne dich. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.